Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend zu Turniertag Nummer 5. Ja, die Verteidigung hat 5 Tage lang ein A gehalten, das glaube ich das erste Mal seit einem Monat, wenn das reicht. In der Offensive haben wir zwar nicht permanent geglänzt, aber es ist okay und Top 1% ist machbar. Und das soll auch unsere Zielstellung sein. Und damit gehen wir rein. Jetzt ist die große Frage. Ja, wir machen das erstmal so. Das ist zu viel. Das ist nicht zu viel. Das ist perfekt. Können wir erstmal ihn hier machen. Dann kann man sie machen. Dann machen wir das. Und dann spielen wir doch mal die. Und spielen die daher. Versuchen hier nochmal. Ja, okay, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Auf jeden Fall da schlecht. Oh mein Gott, was hält denn der Türm aus? Ah, ist schlecht. Ja. Oh, das ist gut. So, dann machen wir mal den. Dann machen wir den. Dann machen wir den, den. Ja, okay. Paternal 45, bye bye. Nanski, Level 41. Der spielt wohl am Limit. Oh, das ist ein Traum. Das tut mir echt leid, aber das ist echt ein Traum. Ja, doch, machen wir ihn erstmal weg. Holen uns die Lilanen ran. Hinten rechts ist ein Heiler, der interessiert uns nicht. Den kriegen wir so weg. Ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir uns die Gelben wieder ran. Können wir auch ehrlich gesagt auf den Heiler gehen. Genau. Da schicken wir den ins Leere, dann schicken wir die drin. Die Bienen machen es. So, nächster Gegner. Bruder Tack. Bruder Tack. Die leben echt von Bonis hier. Das ist gut. Jetzt müssen wir nur mal schauen, ob wir das besser runterkriegen. Ohne ihn auszulösen. Ich persönlich bezweifle fast, dass die drei reichen, aber ich hoffe es. Huh. In dem Moment machen wir das. Machen wir den rüber. Sehr schön. Ja, gut. Auto-Attacks werden jetzt wehtun. Oh mein Gott, warum drückt sie so viel Schaden? Das war gut. Aber die werden jetzt gleich richtig eskalieren, zumal der Björn gegen Gelb extrem. Oh, das war glücklich. So, euch entwaffnen wir jetzt hier erstmal. So, zack. Verdammte Kacke. Das ist ein Offensiver. Ich kann das fast nur so spielen und muss hoffen, dass er nicht irgendwie auslöst.
Jetzt kommt der Auto-Attack von da drüben. Naja, komm. Was willst du machen? Victor N. Brauchen noch einen Sieg hier. Die Lila dann helfen. Bitte. Ach, fuck off. Sorry, das habe ich nicht gesagt. Ist aber okay. Es ist eigentlich sogar fast perfekt. Machen wir den. Machen wir das. Gut, so. Stark. Holen wir uns die nochmal ran, basteln nochmal an Bienen. Und die Bienen sollen ihren Job machen. Okay, warum auch immer. Top 1%, okay, aber noch ein Sieg wäre natürlich besser. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass das auch bis morgen so bleibt. Wir haben da rechts einen gelben, wir haben hier lila. Ich sehe zwei lila mit. Also nehmen wir erstmal das. Das war gut. Das ist auch gut. Es gibt jetzt hier zwei Gründe, warum ich hier hinspiele. Oder drei. Und die liegen darunter. Ja, sehr gut. Okay, das können wir noch so machen. Und jetzt machen wir mit der List E aus. Okay, wir wollen nicht, dass der Ulmer rechts auslöst. Oh fuck, oder? Das reicht Gott sei Dank nicht. So, zack. Zack. Gelb, voll gelb. Das wird eng. Hui. Bienenpower. Ja, das sieht doch wiederum relativ gut aus. Nur 2.500 hinter denen. Jetzt rechnen wir mal kurz durch, wie viele Angriffe haben wir. Da braucht man nicht 6 Stück. 6 mal. Hier fehlen 250. Hier fehlen 250, sind 500. Hier fehlen 330. Sagen wir mal, sind 830. 420.250, 350, mal zusammen 500, also das ist 1.750. 1.750 könnte man mehr haben. Da wäre aber 16.000. Da kommen wir trotzdem nicht oben ran. Tja, so ist es halt. Keine Ahnung, warum. Aber wir können hier reingucken. Ich bedanke mich. Okay, stabiles Schild, stabil. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, und wünsche euch ein schönes Wochenende. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.